Arthur Mergel ist der Einzige aus der Angriffsreihe, der heute wieder in der Startelf steht. Erfurts Trainer Fabian Gerber muss im Vergleich zum Chemiespiel die verletzten Seidemann und Hairola ersetzen. Bis zur 37. Minute passiert überhaupt nichts, bis Erfurt mal einen Angriff startet. Seaton für Hairola reingerutscht. Hier mit der Spieleröffnung Badu mit dem Steckpass auf Bronicev. Der scheitert erst an Zwick und dann an Mbondo. Erste Chance für RWE, gleich vielversprechend. Nur wenige Minuten später, Erfurt jetzt aufgewacht. Gute Verlagerung auf Lopez Cabral. Der nimmt den Kopf hoch und findet Michael Seaton. 1:0 für die Gäste. Ausgerechnet Michael Seaton kam vor der Saison vom BAK. Schöne Flanke von Lopez Cabral und Seaton zu frei, hat dann kein Problem, den Ball durch die Beine von Zwick im Tor unterzubringen. Der BAK versucht noch vor der Pause zurückzukommen. Osawe geht an Fabinski vorbei. Osawe trifft nur das Außennetz. Fabinski kommt nicht in den Zweikampf und Osawe dann knapp am Ausgleich vorbei. Fabian Gerber trotz der Führung nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Und Torschütze Seaton und Keeper Zwick im Talk unter alten Kollegen. Erfurt kommt spritzig aus der Kabine, wollen schnell nachlegen. Mergel auf Bronicev, abgeblockt. Und nochmal Arthur Mergel unter der Woche mit einem Dreierpack. Hier verzieht er in Rückenlage kurz nach Wiederanpfiff. Die mitgereisten Erfurter backen in der Berliner Sonne und sehen, dass ihre Mannschaft jetzt dominiert. Bronicev hat mal eine Idee, langer Ball auf Michael Seaton mit dem 2:0. Macht er überragend, lupft den Ball eiskalt über Zwick. Seaton mit dem zweiten Schuss, mit dem zweiten Tor gegen seinen Ex-Verein. Und jetzt haben sie den BAK-Knoten endgültig gelöst. Nur zwei Minuten später wieder Michael Seaton mit dem Doppelpass. Seaton und Badu köpft völlig frei ein 3:0. Die Entscheidung in der 65. Minute. Seaton diesmal mit toller Vorarbeit und Badu, der Neuzugang aus Cottbus, trifft zum zweiten Mal in dieser Woche. Und sie waren noch nicht fertig. Bronicev, heute der auffällige Spielmacher auf den eingewechselten Langner. Maxim Langner, 4:0. Jetzt wird's doch sehr deutlich. Der 18-jährige Neuzugang aus Aue mit seinem ersten Treffer im RWE-Dress macht es hier richtig, richtig cool. Das war dann auch der Schlusspunkt. Die Erfurter nehmen reichlich Sonne und vor allem drei Punkte mit nach Hause. Man ist immer besonders motiviert gegen den Ex-Verein. Es ist wie ein bittersüßer Moment, wenn du gegen sie triffst und sie verlieren. Aber am Ende des Tages ist das meine neue Familie, mit der ich gewinnen will. Rot-Weiß Erfurt marschiert wie ein Top-Team weiter. Die Gerber-Elf gewinnt heute trotz Verletzungssorgen souverän in Berlin.